herzlich willkommen zur zweiten Folge SCW-TV. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich drauf. Doch am Anfang der Woche hatten wir alle eine genauso bittere wie enttäuschende Niederlage bei der TuS Hordel zu verdauen. Wir können hier nochmal reingucken, was der Trainer dazu zu sagen hatte. Ich bin nur zu spät, Entschuldigung, ich musste das eine oder andere mit meiner Mannschaft gerade klären, weil wir einfach seit zwei Wochen Dinge abliefern, Leistungen abliefern, die es nicht würdig sind, in dieser Liga, aber vor allen Dingen für diesen Verein einzuspielen. Das sind harte Worte, aber das sind die Worte, die ich gerade bei der Mannschaft gewählt habe. Es ist für mich unverständlich, dass wir in der Trainingswoche über Dinge ansprechen, Dinge trainieren, auf den Gegner hin trainieren und dann 90 Minuten am Sonntag so eine Leistung abzuliefern. Ja, diesen Worten folgten dann auch Taten. Am Mittwoch gab es das Kreispokalspiel beim VfB Habbinghorst und das, ihr werdet es wissen, wurde mit 1:6 gewonnen und unser Trainer Holger Wortmann war mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Das dort hoffentlich getankte Selbstvertrauen gilt es jetzt mit auf den Platz zu nehmen am Sonntag, wenn der FC Iserlohn hier zu Gast am Schloss Strüngede ist, um dann endlich einen Dreier einfahren zu können. Doch das gestaltet sich wiederum nicht so einfach, wie ich es gerade sage, denn in unserem Trainerteam stehen einige Stammspieler nicht zur Verfügung, neben dem gesperrten Fatmir Ferrati und den Langzeitverletzten Jens Grembowitz und Tim Kosin gibt es noch zwei weitere in unserem Lazarett, die neu hinzugekommen sind. Das sind zum einen Jonas Schmidt, unser Außenbahnspieler, zog sich eine Bänderverletzung im Spiel gegen Hordel zu und am Mittwoch im Kreispokalspiel musste auch noch Abwehrspieler Islam Küçükyakçı ausgewechselt werden. Ob er am Sonntag eingesetzt werden kann, wird sich beim Abschlusstraining am Freitag zeigen. Sobald es geht, werden wir euch darüber natürlich auch noch informieren und dann bleibt abzuwarten, welche Elf Trainer Holger Wortmann und Co-Trainer Thomas Stickroth am Sonntag ins Rennen schicken. Ja, so eine Fernsehserie, die soll natürlich auch ein wenig entertainen und ein wenig Spaß machen. Und aus diesem Grunde habe ich mich unter der Woche mit Fatmir Ferrati getroffen, was unser Freistoßkünstler mir im Interview erzählt hat und wie das witzige Lattenschießen tatsächlich ausgegangen ist. Das können wir uns jetzt mal angucken. Ja, da sind wir jetzt. Lattenschießen steht auf dem Programm, aber vorher habe ich natürlich nochmal eine Frage, zum Beispiel zu dem Kreispokalspiel in Habbinghorst. 6-1, deutliche Kiste. Braucht man sowas auch, um vielleicht mal wieder neues Selbstvertrauen zu tanken für die Liga? Ja klar, ich denke einfach mal im Rhythmus zu bleiben und auch mal klarzustellen, wer Verbandsliga spielt und wer Kreisliga spielt. Ist das wichtig, da halt auch so hoch zu gewinnen und einfach im Rhythmus zu bleiben für die Liga? Und ich denke, wir haben die richtige Antwort zu Hordel gezeigt da. Ja, der Trainer hat mir unter der Woche im Gespräch gesagt, wir brennen, wir sind wie besessen darauf, den schlechten Eindruck aus Hordel wettzumachen. Kannst du das bestätigen? Wir brennen jede Woche. Wir zeigen jede Woche 100% beim Training und geben alles und gehen bis ans Limit. Auch wenn es bei den Spielen nicht so aussieht, aber wir geben immer 100% und es ist nicht so, dass wir keinen Bock haben oder sonst was, aber manchmal hat man schlechte Tage und kommt einfach nicht rein. Ist auch ein bisschen schwierig in der Liga, aber ich denke, da braucht sich keiner Sorgen machen, dass wir keinen Bock haben oder nicht 100% geben für Westfalia. Das steht außer Frage, weil wir wollen ja auch das Ziel erreichen, was wir uns gesetzt haben und deswegen brennen wir jede Woche, nicht nur jetzt gegen Iserlohn hier am Sonntag. Okay, dann hoffen wir, dass wir auch was Zählbares mitnehmen, am besten Dreier, das sollte jetzt das Ziel sein. Mein Ziel ist es jetzt erstmal, unseren Zauberfuß hier im Lattenschießen zu besiegen. Auch ein ziemlich hochgestecktes Ziel, aber schauen wir einfach mal, was draus wird. Der Herausforderer. Der Herausforderer liegt groß, okay. Ja, sieht nicht so gut aus für mich, wie ich jetzt am Anfang gedacht hatte, aber er kann es halt, er ist Freistoßspezialist, da muss ich mich jetzt, finde ich, nicht für verstecken. Aber wann hast du das und wie hast du das vor allen Dingen gemerkt, dass du vorm ruhenden Ball oder beim ruhenden Ball eine ziemlich gute Schusstechnik hast?
Ja, gemerkt eigentlich immer. Ich habe ja einen guten Schuss. Ich versuche einfach nur über die Mauer zu kommen. Und wenn der Ball einfach präzise über die Mauer kommt und ich den Torwart auf dem falschen Fuß erwische, denke ich, da hat kein Torwart irgendwie eine Chance, weil erstens die Mauer halt davor steht und zweitens halt der Ball unerwartet kommt. Ich versuche ihn einfach halt richtig zu treffen und mit ein bisschen mehr Schmackes als andere. Und ja, dann hoffe ich einfach nur, dass er reingeht. Und das ist mir die Saison zweimal gelungen und ich hoffe, es wird mir noch oft gelingen, die Saison. Und da gibt es jetzt auch keine Diskussion mehr, da wenn ein Freistoß ist und du bist auf dem Platz, dann schießt du. Ich glaube, das war letztes Jahr auch nicht anders, oder? Also wenn der Ball bis zu 30 Metern irgendwie vorm Tor liegt und der ruht, dann ist das, denke ich, eine Sache für mich, weil ich das auch, wie gesagt, beherrsche. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie rausnehmen will, aber wenn ich mich sicher fühle, dann schieße ich den. Aber wir haben ja auch gute Schützen wie Fatlum oder Marco. Wenn die sich sicher fühlen sollten und sagen, hier, ich will den jetzt mal reinhauen, ich fühle mich sicher, dann klar, überlasse ich den auch mal Freistoß. Warum nicht? So ist es ja nicht. Aber deine Trefferquote, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, die ist genauso hoch wie bei den Besten bei der Bundesliga. Prozentual gesehen sogar noch besser, weil du hast 5 Dinger nur in der Rückrunde gemacht und Junusovic und Çalhanoğlu in einer Saison. Ist das was, wo man mal mit einem zwinkernden Auge hingucken kann? Ja, ich bin natürlich stolz drauf, dass ich so viele Freistöße verwandelt habe. Nichtsdestotrotz spielen die in der Bundesliga und ich nur in der Westfalenliga jetzt, Verbandsliga. Trotzdem bin ich stolz darauf, weil es halt nicht selbstverständlich ist, den Ball um die Mauer herum ins Tor zu buxieren. Und deswegen bin ich stolz auf mich und versuche einfach weiterhin mein Bestes zu geben und meine Mannschaft immer wieder damit zu helfen und uns auf der Erfolgsspur zu bringen damit. Trainierst du das? Ja, klar. Immer nach dem Training mal 10, 15 individuell für mich, damit ich auch mal drin bleibe, weil die Technik und den Schuss habe ich ja dafür, aber man muss ja auch immer wieder drin bleiben, weil, wie gesagt, verlernen kann man das ja nicht, aber besser ist es, wenn man es immer wieder wiederholt, dann wird man ja noch besser. Okay, soweit für den Moment. Wir schießen jetzt noch eine Runde, aber einen versenke ich, also an die Latte. Passt die Antwort, passt die Antwort. Hör auf. Jetzt bin ich drin. Jetzt sehe ich wieder. Wieso, ist doch die erste Runde. Vierter jetzt? Ja, jeder noch zwei. Musst du jeden treffen, oder? Oh, nee, ist schon vorbei. Aber es geht um die Ehre. Ja. Yes! 2-1. Komm, den zählen wir den? Nein, den zählen wir natürlich nicht. So. Okay, die Kamera bleibt. Ja, dass dieser Mann kicken kann, haben wir gerade gesehen. Du warst ja auch bei einigen namhaften Stationen ausgebildet, zum Beispiel bei Schalke, bei Hannover 96 gespielt, Wuppertaler SV, da können wir die Liste weit weiterführen. Rot-Weiß-Aalen, Wattenscheid 09 zum Beispiel, auch Fortuna Düsseldorf war dabei. Jetzt bist du hier bei Westfalia. Wir sind letztes Jahr leider abgestiegen aus der Oberliga und du bist trotzdem hier geblieben, obwohl du sicherlich auch mindestens eine Liga höher spielen könntest noch, weil du bist ja noch fit und jung. Was hält dich hier? Also was findest du hier gut? Ja, ich finde das alles drumherum relativ gut. Das, was hier aufgebaut wird, gefällt mir sehr. Und wir sind alle mit einem Ziel in die Saison gestartet und ich nehme immer wieder gerne Herausforderungen an. Und diese Herausforderung habe ich auch bei Westfalia Herne angenommen. Erstens letzte Saison nicht abzusteigen, das ist uns leider nicht gelungen. Und die Saison ist ja das Ziel bekannt.
Und ja, ich bin auch hier geblieben, weil wir fantastische Kicker haben, einen guten Trainer, geile Verhältnisse. Und das hat nicht jeder Verbandsligist. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, weil ich mich hier auch wohlfühle. Auch letztes Jahr in der Rückrunde und jetzt auch bei Saisonstart. Ja, um die Dimensionen noch mal ein bisschen klarer zu halten, du warst sogar U-Nationalspieler von Albanien. Kannst du vielleicht da mal was erzählen, wie das damals so für dich war oder wie es überhaupt da ist, wenn man so ein Trikot von der Nation anhat? Ja, das war eine Zeit, wo ich noch bei Hannover gespielt habe. Ich war allein im Hotel und da kam halt die Nachricht, dass ich für Albanien auflaufen soll. Da hat mich natürlich stolz gepackt und ich war halt überglücklich. Und als ich dann da hingereist bin und vor, ich weiß gar nicht, wie viel Zuschauer das war, aber war schon eine Menge, 5000 glaube ich, und dann die Nationalhymne von Albanien lief, war ich schon sehr stolz auf mich. Und ist schon ein Erlebnis, was man nicht so schnell vergisst, und ich denke auch, dass mal irgendwann seinen Kindern erzählen wird. Ja, so, auf den Deckel bekommen habe ich gerade von ihm beim Lattenschießen. Fatmir hat mich, sagen wir mal ruhig auch, hat mir ruhig den Arsch versohlt, kann man ruhig sagen. Jetzt muss ich ein paar Punkte gut machen, im Schießen wird das wahrscheinlich heute nichts mehr. Aber das Tippspiel letzte Woche ist unentschieden ausgegangen, 0-0 nämlich, weil keiner von den Kontrahenten, also Ehren und Burak, haben nicht gepunktet, ich auch nicht. Das muss ich jetzt gut machen, und wir haben das Spiel Kahn-Marienborn gegen Brakel. Marienborn Tabellenführer, Brakel ein guter, starker Aufsteiger. Was ist da dein Tipp? Ich lasse mal meinen Gast anfangen. Ja, Brakel ist ja aufgestiegen und versucht jeden Punkt mitzunehmen und versucht nicht abzusteigen, denke ich mal. Deswegen werden die alles in die Waagschale werfen und ich tippe mal ein 1-1. Okay, das wäre der erste, das wären die ersten beiden Punkte, die Marienborn liegen lässt. Ich sehe das ehrlich gesagt ganz ähnlich. Ich will da jetzt kein Trittbrett fahren, aber ich glaube auch, dass Marienborn nicht jedes Spiel gewinnen kann. Ich würde mich dem anschließen, aber da es langweilig ist, wenn ich auch 1-1 sage, sage ich mal 2-2. Und damit dann zurück in mein Studio. Ja, so viel dann auch zum Thema Lattenschießen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Gimmick, diese kleine Gaudi, die wir veranstaltet haben, gefallen. Doch ihr wollt sicherlich jetzt noch wissen, was unter der Woche beim Training los war. Deshalb war ich beim Abschlusstraining auf Bilder- und Stimmenfang. Ja, wir sind jetzt hier beim Training. Hinter mir sieht man noch das Abschlussspiel beim Abschlusstraining am Freitag. Angefangen hat alles damit, dass man sich gemeinschaftlich, und das ist auch ganz wichtig zu betonen nochmal in dieser Situation, dieses Wort gemeinschaftlich, warm machte als Mannschaft. Auch die Torhüter machen sich immer gemeinschaftlich warm, und es ist ein sehr gutes Verhältnis, das Benny Carpentier und Maren Rapp miteinander pflegen. Man feuert sich immer wieder gegenseitig an, und auch das Wort gut gemacht, Junge, hört man, oder die Wörter gut gemacht, Junge, hört man immer wieder von beiden zu dem anderen, obwohl es ja so gesehen Konkurrenten sind im Tor. Dann gab es eine Passübung, die wir hier sehen können. Da ging es darum, den Ball flott in die Tiefe zu spielen, nach einem Doppelpass beispielsweise. Es war sehr variantenreich. Auf jeden Fall sollte dort verbessert werden, den Ball druckvoll in die Tiefe zu spielen. Und wie gesagt, dann abgerundet wird das Ganze jetzt mit einem Trainingsspiel, in dem Holger Wortmann auch ab und zu mal unterbricht und noch einige Korrekturen vornimmt, aber in dem sich eigentlich auch hauptsächlich eingespielt werden soll, die Laufwege kennengelernt werden sollen für zum Beispiel das Spiel am Sonntag, wo ja, wir haben es gerade schon gehört, einige ausfallen. Da sind wir auch schon beim Stichwort. Wir haben jetzt Gewissheit, Trainer Holger Wortmann hat es mir gerade gesagt, Islam Küçükyakçı wird für ungefähr 2 Wochen ausfallen. Das heißt, am Sonntag wird die Innenverteidigung auf jeden Fall umgebaut werden müssen. So viel hierzu und zurück ins Studio bitte. Ja, das war sie leider schon wieder, die 2. Folge SCW-TV. Alles, was euch auf dem Herzen liegt, alles, was ihr wissen wollt, könnt ihr mir unter der eingeblendeten Mailadresse zusenden. Fragen, Tipps und Anregungen, was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Oder schickt mir eine Nachricht über unsere Facebook-Seite. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Sonntag um 15 Uhr spätestens hier gegen Iserlohn. Und ansonsten bis nächste Woche.